Gut. Liebe Freunde, 7. März, Donnerstag wie gewohnt, Lagezeit. Wir begrüßen euch und wie versprochen heute ist das Trio Infernale zu viert, das Quattro Infernale mit Dirk Pullmann. Servus Dirk und meine Companeros Marc und Frank, auch liebe Grüße. Guten Abend. Dirk, freut mich, dass wir es nach langer Zeit mal wieder geschafft haben. Ja. Man weiß ja gar nicht mehr, wo in dieser Freilufttherapie man beginnen soll einzuhaken. Ja. Aber ich denke, diese Bundeswehr-Taurus-Geschichte bietet sich nochmal an. Wie hast denn du das letzten Freitag erlebt und auch die weiteren Entwicklungen bis dato? Naja, ich habe mir das erstmal angehört und war dann einigermaßen schockiert darüber, weil das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich es angehört habe, ich weiß nicht, wie euch das ging, ich hatte das Gefühl, das Bild, was bei mir entstand, war so gegelte Börsenjuppies auf dem Weg nach Frankfurt, um ihre Aktienkurse anzugucken. Das ist so amerikanisiert von der Sprechweise. Jedes fünfte Wort ist Englisch da drin. Und also so Smarties mit Nice und allem drum und dran, dass man sich fragt, wo sind diese Leute eigentlich ausgebildet worden? Man braucht sich nicht mehr fragen, man hört das sofort. Das ist einer meiner Hauptpunkte, die ich immer wieder anführe. Es ist für Deutschland wäre es immens wichtig, dass wir Leute hätten, die wie die Schweizer das gemacht haben, mit Jacques Beau zum Beispiel, im russischen Generalstab ausgebildet worden sind, damit man bis dahin Kontakte hat. Deutschland ist nun mal in einer schwierigen geopolitischen Lage in der Mitte von Europa. Und ich würde sagen, also meine These ist ja, eigentlich müssten wir raus aus der NATO. Mittlerweile wird das gefährlich. Und die andere Sache ist die, das kann man auch bei Klaus von Donani und anderen klugen Leuten nachlesen, oder auch man kann sich Harald Kujat anhören, dass die ehemalige höchste Soldat der NATO, der sehr, sehr vernünftige Stellungnahmen abgibt, der zum Beispiel sagt, dass wir uns mitverantwortlich machen für das Massaker, was in der Ukraine an einer ganzen Generation junger Menschen schon angerichtet worden ist. Wir entvölkern das Land, wir haben eine Geburtenrate von 0,7 und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Das ist eigentlich alles unerträglich, in was wir da verwickelt sind. Oder unsere Staatsräson, die uns mit Israel zusammen bringt, die ein Massaker in Gaza anrichten von einer Art und Weise, dass mir einfach nur noch schlecht wird. Ja? Ich will damit nichts zu tun haben. Ich möchte nicht ständig auf der falschen Seite der Geschichte unterwegs sein. Ja? Nur weil man denkt, weil man mit den anderen, sozusagen mit den Leuten, die vorher Opfer waren, sollte man zusammen sein. Das sind aber nicht die, die jetzt verhindern, dass überhaupt noch Opfer vorkommen. Also das ist diese ganze Situation mit Taurus war, habe ich gedacht, was zum Teufel ist da los? Und dann haben wir angefangen, uns Redaktionskonferenz 321 darüber zu beraten. Manuel, ich rede zu viel? Nee, alles gut. Okay, ich dachte, du hebst die Hand und sagst, stopp. Also wir haben uns darüber unterhalten und haben dann festgestellt, das Erste, was mir auffiel, war, die Frage ist ja bei dem, was man da gehört hat, also erstmal, man kann es so darstellen, die Militärs überlegen, wie das mit Taurus ist und wollen Pistorius briefen, damit der im Gespräch mit Scholz sozusagen weiß, wie die Sachlage ist. Das wäre vernünftig, ja? Kann man nichts gegen haben. Also Militärs sollten sich grundsätzlich auf alles vorbereiten. Ja? Gut. Wenn ich da kurz, ich spiele den Ball jetzt mal an Frank und Marc weiter, damit die auch mal kurz einsteigen. Marc? Wie hast du den Auftritt von Pistorius im Rebhuhn-Gewandel, sagt man uns in Österreich, also im Camouflage-Jacke vor wenigen Tagen erlebt? Also ich folge ja der deutschen Medienlandschaft bekanntlich wenig. Dass der Herr Pistorius jetzt so auftritt, auch wie er sich in den letzten Wochen und Monaten ja immer wieder gezeigt hat, sehr martialisch. Auf der anderen Seite wissen wir ja, da ist nicht viel dahinter. Deswegen ist es für mich tatsächlich, wie der Dirk das so schön gesagt hat, ja, wie Yuppies, die zu einer Party rennen und über die Aktienkurse reden, die sie selber gar nicht in der Hand haben. Oder wie hat so schön andere Leute Geld Gatti führen. Und
Was ich natürlich zu dieser ganzen, ich habe ja auch sehr viele englische Kanäle verfolgt, was mich jetzt immer wieder umtrieben hat, wer hat das ganze Ding überhaupt geleakt auf gut Deutsch, weil es kam ja aus Russland von RT und was ich über die englischen Kanäle gehört habe, also es scheinen keine russischen Geheimdienstquellen zu sein, sondern tatsächlich eine private russische Hackergruppe, die das dann durchgestochen haben, weil man würde von Geheimdienstseite niemals die Quelle preisgeben. Das ist das eine. Also ich denke, da kann der Dirk sicherlich auch noch was dazu sagen. Und dann, ja, das kann man ganz knapp sagen. Das ist auf jeden Fall richtig. Das wäre außergewöhnlich. Das würde, also es gibt keine Regel, die nicht gebrochen wird im Geheimdienstgeschäft. Aber die Russen würden versuchen, so eine Geschichte also würden sie intern in dem Militärapparat behalten, also wenn das GRU wäre oder FSB oder Auslandsgeheimdienst jetzt von den Russen, das spricht sehr stark dafür. Und auch die Situation, das war ja auf dieser Messe in Singapur, wo die Leute sich die neue Kriegführung angucken, die mit Drohnen läuft, keine großen Bewegungen mehr, hat sich ja extrem verändert, nur noch so 15 Manngruppen, die irgendwo unterwegs sind, die werden bekämpft mit Drohnen. Und da war die ganze Kamarilla aus der ganzen Welt von Soldaten war da. Deswegen ja auch der deutsche Offizier, ich glaube es war, was Gräfe war es, ne? Der da war in Singapur. Gerhards war es nicht. Nein. Okay, nein. Gut. Also das war einer von denen war da. Und der ist dann anscheinend über ein WLAN vom Hotel reingegangen. Also nur Unterstützung. Ich glaube, dass das eine andere Quelle war als das Militär, weil die das nicht automatisch rausgeben würden. Es gibt eine Theorie, wonach die Deutschen das vielleicht sogar mit Absicht an die Russen so stümperhaft gespielt haben, damit die Russen im Bilde wären. Ja, das habe ich auch gelesen. Ich habe mit dem Thomas Röper, ich habe am Samstag ein Interview gemacht und er hat gesagt, Röper ist ja nun wirklich mittlerweile extrem gut verdrahtet und hat gesagt, complete Bullshit, ja. Also das ist aus der russischen Sicht, da hat jemand, die Situation ist einfach banal. Das gibt, unterschätzt niemals die Dummheit von agierenden Leuten, ja, von allem, auch von uns. Ist die Sache aufgeflogen und wie die sich auch unterhalten. Also das ist, ich denke, man, Schauspieler, diese Leute sind, jeder von uns, der in dem Bereich Fernsehen oder sonst was gearbeitet, weiß, wie schwierig es ist, dass jemand so eine Sache gut darstellt. Und die wären ja alle allererste Sahne, so wie die sich da benehmen und verhalten. Das sind Leute, die nicht damit rechnen, dass irgendwas von dem, was sie erzählen, da rauskommt. Ich komme ja nachher noch dazu. Ja. Herr Frank? Ja, gut, ich mache mal da weiter, wo der Dirk aufgehört hatte. Mit was haben wir es da eigentlich zu tun bei diesem Gespräch? Haben wir es zu tun mit Militärs, die sich vorbereiten wollen auf politische Entscheidungen, damit sie dann geringe Antwortzeiten haben? Oder haben wir es zu tun mit Militärs, die einfach wild geworden sind oder die unter anderer Flagge arbeiten? Inwiefern, ich will so ein paar Fragen jetzt mal reingeben, berührt dieses Gespräch Verträge, völkerrechtliche Verträge? Inwiefern ist Artikel 26 da interessant, Vorbereitung eines Angriffskrieges? Wenn ja, wer hat den Auftrag gegeben oder wer hat dazu Ja gesagt? Wir haben im Einigungsvertrag, im 2+4-Vertrag, haben wir den Passus drinstehen, nie wieder Krieg vom deutschen Boden aus und die Forderung nach Friedlichkeit. Inwiefern sind wir faktisch damit jetzt noch nicht völkerrechtlich neutral, trotz dieser Waffenlieferung? Ich habe die letzten Monate aufgefasst als sehr scheinheilig. Man will immer rechtlich, juristisch neutral sein, ist es längst nicht mehr. Man braucht man nicht zu sagen, man finanziert, man liefert Waffen, man bildet aus, alles sehr scheinheilig. Insofern ist dieses Gespräch auch ein wenig erleuchtend. Und da sind wir mittendrin im Informationskrieg, im Informationsraum, der hier eben auch bespielt wird. Das hörst du von NATO wie von russischer Seite. Und so viel jetzt erstmal von mir da rein. Mit was haben wir es eigentlich zu tun, dass wir das aufleuchten? Und ich wäre sehr glücklich, wenn wir es in dem Gespräch noch schaffen würden, dass wir die Folgen davon, also Einbestellung, Botschaft, der russische Reaktion und sowas, dann nochmal. Ich möchte nur kurz auf diese Frage hinweg den Dirk wieder ins Boot holen, denn du hast uns im Vorgespräch erzählt über einen Teil dieses Mitschnittes, der eigentlich bis dato wenig Beachtung bei den meisten Journalisten sowieso, aber auch bei denen, die es interessiert hat, gefunden hat, nämlich dass die US-amerikanische Generäle auch mit involviert waren.
Ja, das war, wir haben dazu, werden wir in Free21, ich habe gerade ein Gespräch aufgezeichnet, wir werden dazu ein paar Sachen zeigen und werden das auch nochmal darauf hinweisen. Mich hat dann irritiert, dass das niemand bemerkt hat. Also das ist so, die reden da eben davon, dass sie mit General Schneider und Wilsbach sich dann auch noch unterhalten haben, und zwar bevor Gerhards dazukommt. Das sind die 5 Minuten, bevor Gerhards in das Gespräch einsteigt, die man bei RT finden kann. Aber ansonsten wird das oft weggeschnitten, diese ersten 5 Minuten. Glaube ich nicht böswillig, sondern einfach nach dem Motto, wird es interessant, wenn der Chef dabei ist. Und dann haben wir aber auch am Anfang gehört, es sind 4 Offiziere. Das ist extrem tief gestapelt. Das ist immerhin der zweithöchste Bundeswehroffizier, den wir haben, den Generalinspekteur der Luftwaffe Gerhards. Das andere ist auch ein General. Ja, der Gräfe ist auch General. Der ist in Berlin, also in der Planung von Operationen. Und das andere beide sind Oberstleutnante. Das sind nicht hier wild gewordene Oberleutnant oder sowas, sondern Oberstleutnant und General. Ja, also das heißt, das ist, wir reden hier von der Führungsmannschaft. Erst ist das so erzählt worden. Ich habe hier morgens immer Deutschlandfunk und war dann, habe dann gehört, du liebe Güte, habe gedacht, einer meiner Punkte ist, dass die Medien ihre Aufgabe mal wieder überhaupt nicht bringen, sondern sie benehmen sich wie Propagandaabteilung während eines Krieges. Also das heißt, sie tunen die Nachrichtenlage so, wie die Regierung es gerne hätte. Das ist ein Verrat an der Bevölkerung, ein Verrat an den Grundlagen. Ist das noch öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder kann das weg? Nein, es kann weg, weil ihre Aufgabe wäre, diese Sache zu beleuchten. Ihre Aufgabe ist, rauszufinden, was die Wahrheit ist, wo geht die Regierung in die Schiefe. Und jetzt, um das nochmal zu sagen, was in diesen ersten 5 Minuten ist, reden die eben von Schneider und Wilsbach, und das hört sich so an, als wenn man in der Bundeswehr noch mit 2 anderen Leuten geredet hat, aber das ist der derzeitige Kommandierende der Luftwaffe im Pazifik, und zwar der US-Luftwaffe und sein Vorgänger. Und dann kommt raus in dem Gespräch, in diesem Vorgeplänkel, dass die sich vor 4 Monaten schon mit dem Schneider ist, der jetzt dran ist, Wilsbach ist der vorher dran war, und Wilsbach haben sie gebrieft, und Schneider wusste gar nicht so genau Bescheid, was die Bundeswehr da eigentlich vorhat. Und sie wollen ihm das nochmal genau beibiegen. Daraus entsteht das Bild, dass wir nicht wissen, in wessen Auftrag hier eigentlich gearbeitet wird. Also stemmen sich unsere, wie soll ich die nennen, unsere Börsenjuppies mit ihren wahren Vorgesetzten in der USA ab? Ist das so, dass Pistorius, der ja immerhin der populärste Politiker in Deutschland jetzt ist in den Umfragen, sich in Stellung bringt als nächster Kanzlerkandidat? Scholz wird es ja wahrscheinlich nicht mehr werden. Das ist eine Frage. Hat Scholz das in Auftrag gegeben, um die Option zu haben? Warum dann 4 Monate vorher, wenn wir lesen in diesem Gespräch, dass weder Pistorius noch Scholz wirklich Bescheid wissen in puncto Taurus, aber diese Offiziere haben sich schon mal mit den Amerikanern abgestimmt und stellen jetzt auf dieser, wie er sagt, geil, ich habe den getroffen, den Schneider, ist ja klasse, so eine Messe hier, also dieser Singapur Kriegsgerätemesse, weswegen er da gewesen ist, trifft er den Schneider. Und diese, also das heißt, nochmal, im Januar hat der Bundestag beschlossen, keine Taurus-Lieferungen. Im Februar hat der Scholz gesagt, das kann uns in die Nähe eines Krieges bringen. Und dann ist die Frage, in was für eine Art von System leben wir eigentlich, wenn diese Leute, wenn unsere Offiziere sich mit amerikanischen Offizieren über solche Sachen halten. Das heißt, ich würde mal behaupten, in den USA wird das nicht durchgehen, so etwas. Ja, die Reihenfolge in einer Demokratie ist vollkommen klar. Die Entscheidung kommt von der Politik und das Militär führt sie aus. Und hier haben wir ein Rumköcheln an diese Sache, die eigentlich mit einer Entlassung sofort ändern müsste und mit scharfen Maßnahmen vom Staat, um klarzumachen, wer hier wo das Kommando hat und wer hier sich da in diese Regelung einzufügen hat und in keinem Fall den Eindruck erwecken darf, dass er irgendwie so ein bisschen putschistenmäßig unterwegs ist. Das ist eigentlich das Thema, was auch die Medien berichten müssten. Aber stattdessen berichten sie darüber, dass wir uns doch nicht auseinanderbringen lassen in unserer Volksgemeinschaft, sage ich jetzt mal provokativ, mit den Militärs, die ja, und Putin versucht wieder den Spaltkeil da reinzulegen, während wir auf der anderen Seite, das hast du auch angesprochen, die Verträge, 2+4-Vertrag, wenn ihr euch das anguckt, ist ganz klar, dass Deutschland garantiert hat, dass von ihm aus kein Krieg mehr ausgeht. Wir haben ja die Situation damals keinen Zentimeter Richtung Osten, und mittlerweile wird darüber geredet, ob wir genauso verdeckt in der Ukraine agieren mit eigenen Truppen, mit Unterstützung,
wie es die Briten, die Amerikaner und die Polen schon machen. Also das heißt, ich kenne aus Russland die Information, die Russen wissen sehr wohl, dass aus Polen und Großbritannien Truppen in Uniform, ukrainischen Uniformen unterwegs sind. Keine Söldner, sondern Leute, dass die Patriot nicht von Ukrainern bedient wird, weil sie dazu nicht in der Lage sind, dass HIMARS nicht von den Ukrainern bedient wird, weil sie dazu noch nicht in der Lage sind. Und dann hören wir in diesem Gespräch auch, dass die deutschen Offiziere sagen, dass da Amerikaner unterwegs sind in Ziviluniformen. Also diese Sache. Und dann zu den, ich höre gleich auf, sorry, es ist aber wichtig, die juristische Sache. So zu tun, als wenn das hier wie ein Bausparvertrag vor dem Amtsgericht verhandelt wird, ist vollkommener Unsinn. Der Punkt, der einzige interessante Punkt ist, wie reagieren die Russen darauf? Betrachten Sie das als Übertretung Ihrer vertraglich festgelegten Zusicherung vom Westen? Nicht, was irgendein blöder Professor an der deutschen Uni dazu sagt. Das geht ja nicht vor Gericht und dann muss der Russe sozusagen entscheiden, die Entscheidung akzeptieren, die aus Deutschland kommt. Sondern die Frage ist, wie reagieren die Russen, als was betrachten die das? Das ist die Frage über Leben und Tod. Und das, auch das wird uns nicht erzählt. Also ich bin vollkommen desillusioniert über den, das ist auch nicht das, was im Grundgesetz so entsteht. Das ist nicht das, was Verfassungsrecht ist. Hier ist irgend so eine Mauschel, so eine Bananenrepublik-Atmosphäre entstanden, in der alles Mögliche möglich ist und wir auf einer schiefen Ebene, die gut eingeseift ist, Richtung Krieg rutschen. Aber Dirk, wir haben ja das Problem nicht nur, wenn du bist Medienmacher, ich komme auch aus dem Medienapparat, deswegen ist uns das sehr nahe, aber es beginnt doch schon mit diesem Sittenverfall innerhalb der Politik, die aus irgendwelchen Kaderschmieden uns da reingesetzt werden und eigentlich überhaupt nicht mehr die Interessen des Souveräns zu vertreten haben, zumindest ihrem Selbstverständnis nach. Da beginnt es doch schon. Und zum Putin, der hat sich ja jetzt, ich glaube Marc oder Frank, ihr habt da Infos vor wenigen Tagen geäußert zu dieser Taurus-Geschichte. Ja, das war die Schlüsselfrage im Grunde. Wie reagieren jetzt die Russen da drauf? Das ist nämlich relevant, nicht was hier Hinz und Kunz erzählen. Der Herr Lavrov, der sagt jetzt schon, Deutschland stört offenbar nur, der Offiziere bekannt wurden und nicht deren Angriffspläne. Ne? Und das zeigt eigentlich so ein bisschen die verspielte Chance der Politik hier. Ich werde dann auch gleich noch mal ein paar Folien bei mir einblenden, wenn ihr wieder redet. Man bedauert, dass es bekannt geworden ist. Also der Verdacht der Angriffskriegsvorbereitung steht im Raum und man reagiert jetzt mit Formalien. Die Formalien heißen, der militärische Abschirmdienst ermittelt jetzt wegen möglicher russischer Spionage. Man dreht es rum, man macht da so... oder personelle Konsequenzen wären viel zu hoch gegriffen, der Herr Pistorius. Oder das ist ein hybrider Angriff Russlands zur Desinformation. Das sind alles nicht die Worte, die jetzt meiner Ansicht nach gewählt werden müssten. Man müsste sich entschuldigen, man müsste personelle Konsequenzen machen, man müsste umfassende Aufklärung vorbereiten und versprechen. Alles das passiert nicht. Daneben hat diese Taurus-Sache auch noch in meiner Wahrnehmung eine Rille oder ein Zerwürfnis gezeigt. Du hast einmal den Herrn Scholz, der sagt ganz klar, wir wollen keine Taurus liefern. Und ein, zwei Tage später steht der Herr Pistorius, sein Minister, vor dem Mikrofon und sagt, ja, sehe ich ganz anders alles. Ne? Wir behalten hier bei. Ja? Und das zeigt, dass wir unter Umständen im gleichen Anzug unterschiedliche Spieler haben. Die haben unterschiedliche Trikotbezeichnungen hinten auf dem Rücken, die wir nicht sehen. So etwas vermute ich da, ja. Ja, wir haben ja jetzt, wir haben ja noch ein paar andere Ereignisse, die jetzt zwar nicht davon ausgelöst worden sind, zumindest ist davon auszugehen, aber die ja in den Vereinigten Staaten stattgefunden haben. Gestern ist ja Vicky Nuland zurückgetreten worden, also sie ist jetzt offiziell in den Ruhestand gegangen. Und so wie das gedeutet wird, ist, dass man jetzt aus oder von Seiten des Weißen Hauses der obersten Strategiedame, also die diese ganzen Sachen ja die letzten 10 Jahre eingefädelt hat, dass man ihr jetzt die rote Karte gezeigt hat, weil es einfach für die Vereinigten Staaten zu heiß wird. Also nicht, dass die Vereinigten Staaten jetzt zu einem Friedensengel werden, das garantiert nicht, sondern dass man sich wahrscheinlich jetzt raus oder dass sich dort rauskristallisiert, man lässt jetzt die Finger davon, man lässt die Ukraine erkalten, man möchte sich aus dem Konflikt zurückziehen, man zieht die Scharfmacherin schlechthin hin, raus aus dem ganzen Spiel und dann
sind die Europäer noch nicht ganz so oder haben das noch nicht so mitbekommen, dass hier ein, nennen wir es mal so, ein nicht Regime-Change, aber zumindest ein Planwechsel stattfindet. Und so hört sich das nämlich auch an. Weil vor 4 Monaten, wenn da tatsächlich diese Gespräche so stattgefunden haben mit den Amerikanern und dann hier eben geplant worden ist, da wären wir jetzt irgendwann im November, da war ja dann auch eine Hochphase der Raketenangriffe durch Scalp und die britische Variante, die Storm Shadow, die fast alle ins Wasser gefallen sind oder die meisten abgeschossen worden sind. Und ich glaube, dass das in diesem Zuge auch noch mit zu beachten ist, dass wir hier jetzt eine Dynamik reinbekommen und dass wirklich die Linke ja nicht mehr weiß, was die Rechte tut. Was mich immer so frustriert ist, dass hier über Dinge gesprochen wird, weil es wurde ja auch ganz klipp und klar gesagt, es sind ja gar keine Trägerflugzeuge da, weil die Su-24, zumindest nicht, dass wir wüssten, ist ja nicht in der Lage, diesen Flugkörper adäquat einzusetzen, sondern es können entweder nur französische Rafale oder JS-39 Gripen oder denn der Eurofighter, weil es geht ja auch hier bei diesem Flugkörpersystem darum, dass der Flugkörper im Flug mit neuen Daten letztendlich dann auch nochmal versehen wird, um dann optimiert in dem Moment auf sein Ziel zufliegen zu können. Also das ist ja jetzt nicht nur ein Flugkörper, der abgeschossen wird und dann war er nicht mehr da oder der wurde Stunden vorher programmiert, sondern das geht ja dann fast in Echtzeit mit Datenlink und sonst was und ist ja höchst kompliziert. Und dazu braucht man ja nicht nur den Flugkörper an sich, sondern eben auch das Trägerflugzeug. Und wo sind die denn? Und wenn wir von der französischen Rafale reden, von der hat überhaupt noch niemand gesprochen oder dass die überhaupt vielleicht da drüben schon auftaucht. Also dann sind wir ja schon noch bei einer viel größeren Kiste, nämlich Deutschland, Frankreich, die beteiligt sind. Schweden wäre theoretisch auch noch mit dabei, wobei das die einzigen sind, die dieses Waffensystem auch haben. Und von den Schweden hört im Moment, Taurus wird auch von Schweden gebaut. Also Schweden ist eine, ist sozusagen bei der Taurus, hängen sie auch schon mit drin. Ich gehe da, ja. Ja, und das sollte man nicht vergessen. Also der Grund, dass zum Beispiel, die kriegen unterwegs dann Daten über Luftabwehr. Also das heißt, die können dann solche Stationen umfliegen. Wenn man das erste Mal was aufgetaucht ist, also wenn man die erste Drohne abgeschossen worden ist und man weiß woher, dann kann die nächste diese Station, wo die Raketen stationiert sind, umfliegen. Das ist der Zweck davon. Die ganze Sache ist auch Stealth. Also die Taurus ist ein Stealth-Flugkörper, der schwer zu erfassen ist, aber da gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten bis Mobilfunk. Ja, okay, das heißt also keine technischen Details, das ist nicht interessant. Aber Schweden und diese ganze, also das Gespräch war interessant, weil es immer bedeutet, da muss jemand, so wie ich sagte bei Patriot und bei HIMARS, da müssen andere Leute an den Bedienelementen sein und mitmachen. Und dann haben wir, de facto haben wir einen Proxykrieg der NATO gegen Russland. Das hat ja nicht nur unsere geniale Außenministerin Baerbock sich versprochen, indem sie gesagt hat, wir sind im Krieg mit Russland, sondern sie hat einfach vergessen, dass sie das nicht sagen darf. Ja, aber es ist so. Und das sich vorzustellen, also das, ihr erinnert euch am Anfang von der Militärauseinandersetzung, das erinnert mich an, ich bin alt genug, an den Jugoslawienkrieg, wo am Anfang darüber geredet wurde, ob denn deutsche Offiziere aus dem AWACS aussteigen müssen. Und das können wir doch nicht machen. Da kann ja die ganze NATO, kann die Luftabwehr gar nicht mehr und die Lage nicht mehr erkennen. Und dann 3 Jahre später reden wir über KSK-Gruppen, die da unterwegs sind, die auch übrigens schon unterwegs waren, während über die Stealth geredet wurde. Da habe ich habe mal mit jemand geredet, der hat dann zurückgezogen. Der hat mir die ganzen Sachen erzählt. Die waren im Einsatz, bevor das Parlament dazu befragt worden ist. Und das läuft jetzt hier genauso wieder. Am Anfang wurde über Helme geredet, die geliefert werden in die Ukraine. Können wir Helme in die Ukraine liefern? Und dann war nacheinander, habe ich auch Roderich Kiesewetter, das sind meine Deutschlandfunk-Morgende, der dann gesagt hat, wer nicht will, dass der Leopard geliefert wird, will nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. So ist da geredet worden. Da kam immer die nächste Wunderwaffe, die dann abgeschossen auf dem, es gibt keine Wunderwaffen. Dieser Krieg hat auch militärisch einiges verändert. Und es ist der helle Wahnsinn. Ich weiß nicht, was dazu sagen. Lest euch das durch. Es gibt mehrere Interviews von Harald Kujat, Zeitgeschehen im Fokus, der in Reihe, die sozusagen wie die Stimme der Vernunft jetzt rüberkommt. Das heißt, die ehemaligen Militärs geben
realistische diplomatische Stellungnahmen ab als unsere Diplomaten, die sich benehmen, als wenn sie Lehnstuhl-A-Generäle wären. Herr Dirk, du hast ja auch gesagt, das Gefährliche bei der Taurus ist ja ihre enorme Reichweite, dass sie ja bis nach Russland fast schon Moskau, was die Reichweite ist. Er kann bis Moskau fliegen. Ich habe es gerade ausgemessen. Moskau, also wird ja von einem Flugzeug aus gestartet. Wenn der in der Nordostecke, kurz hinter der Grenze, startet, dann hat er noch 30, 40, 50 Kilometer mehr als bis nach Moskau Reichweite. Wir wissen nicht genau, wie viel. Es ist mehr als 500 Kilometer und von der Ecke nach, das sind 470 Kilometer. Ja? Also das Ding, das ist allein das schon. Das war klar in diesen Gesprächen, bevor die russische Invasion begann, die ja alles andere als unprovoziert ist, wie sie immer, wenn man unprovozierte Unprovoked War of Aggression eingibt, findet man über 2,5 Millionen Hits in Google. Das ist die Sprachregelung, die rausgegeben wurde und die auf sofort übernommen wurde von den Medien. Und das ist das, was mich am meisten empört, weil unsere Aufgabe als Journalisten ist es, die Bevölkerung über die Interessen, die im Spiel sind, und die Interessen der Bevölkerung ist das Überleben, ja, das wird jetzt existenziell, sie darüber aufzuklären und nicht die Kriegslinie von einzelnen Leuten in der Regierung an die Bevölkerung möglichst im Informationskrieg weiterzugeben. Es fing ja auch damit an, dass man von vornherein schon mal so Sachen wie RT und so weiter abgeschaltet hat. Ist ja alles ganz klassisch. Es gibt keine Lage mehr von der anderen Seite. Wir kriegen keine Interviews mehr von der anderen Seite. Wir kriegen, ich sage mal das Beispiel, Scholz steht neben Biden, während Biden erklärt, dass es Nord Stream nicht mehr geben wird, wenn die Russen einmarschieren, ja, als sozusagen Schuljunge daneben. Und dann ist das 2 Jahre. Am Anfang hören wir, die Russen selber haben ihre Pipeline gesprengt, ja, also sozusagen Schwachsinn hoch 5. Es dauert 2 Jahre. 2 Jahre und dann ist jetzt, Schweden hat die Untersuchung eingestellt und Dänemark hat die Untersuchung jetzt auch eingestellt. Nach dem Motto, wir wissen zwar, die Schweden haben gesagt, wir haben Hinweise, aber der Täter liegt außerhalb unserer Jurisdiktion. Grübel und studier. Wer könnte das sein? Just am Tag danach kommt Norwegen mit der Pipeline nach Polen. Ne? Ja, empfehle mit dem Aufsatz von Ulla Tonander in Free21, der zu einem brillanten Aufsatz geschrieben hat. Aber worauf ich raus will nochmal, 2 Jahre absolutes, ja. Was zum ja. Teufel? Und jedes Mal, wenn kommt Timo Hirsch und sagt, okay, das waren die Amerikaner und dann, vielleicht waren es doch die Ukraine. Wir kriegen wie beim Kennedy-Mord, kriegen wir eine Fake-Story nach der anderen, wenn irgendwo jemand der Wahrheit zu nahe kommt. Ja. Aber es hat noch nicht mal 20 Minuten gedauert, nachdem Nawalny tot war, bis die erste Stellungnahme den amerikanischen übers Fernsehen kam, dass Putin Nawalny ermordet hat. In dieser Personalisierung. Und das wird als seriöser Journalismus bezeichnet. Ich kann jetzt Max Liebermann zitieren, der hat gesagt, als er die ersten Nazis mit Fackeln in Berlin marschieren sah, also Liebermann Akademie, jüdischer Maler, Präsident der Preußischen Akademie der Künste, der gesagt hat, ich kann nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Ja, ich schließe mich an. Ja, es ist alles komplett verkehrt. Man trommelt hier für die Ostfront und man hat auch den Eindruck, der Irrsinn galoppiert. Du hast eben gerade, Manuel, den Herrn Söder gezeigt, wie er da vor der Taurus-Rakete dann auch noch gesprochen hat. Das alles ist schon, es wird weiter in Richtung Krieg getrommelt. Vollkommen wie ein Theaterstück. Vielleicht ist es das sogar noch ein sehr schlechtes. Es kommt einem sehr unwirklich, sehr irreal vor. Wie der Dirk sagte, mittlerweile die einige Generäle bremsen dann schon. Vollkommen verkehrte Welt. Wir haben eine Frau Sacharowa, die jetzt gesagt hat, und da darf man schon den leichten Schauer bemerken, der in den Worten da mitschwingt, die Entnazifizierung Deutschlands war unvollständig. Das sind so die ersten Reaktionen, die man jetzt aus Russland bekommt. Und in diesem Entnazifizierung ist nicht nur dabei eines der Kriegsziele der Sonderoperation, sondern es ist auch eine Subordination wieder drin. Der Besatzer spricht da ein Stück weit. Die Entnazifizierung war schließlich Ziel der Alliierten nach 1945. Und darüber redet sie nicht. Aber so etwas schwingt da schon mit. Und da ist auch schon ein bisschen eine Drohung zu hören. Und das ist die Ernte der ersten Reaktionen jetzt, nachdem dieses Gespräch aufgetaucht ist, auf unsere politischen Kundgebungen. Also man heizt weiter einfach ein. Glaubt ihr, dass der Scholz standhaft bleiben wird bei seiner bisherigen Entscheidung, nicht zu liefern? Ich würde sagen, ja, okay, aber vielleicht, damit ich nicht die ganze Zeit rede, könnt ihr vielleicht mal. Naja, ich habe so das Gefühl,
dass man ja den Herrn Pistorius auch deswegen mit aufgebaut hat und er in der letzten Zeit sehr stark nach außen getreten ist, eben hier als der starke Mann, dass man ja im Zweifel ihn auch dann als Ersatz präsentieren könnte. Und ich habe mir schon vor ein paar Tagen gedacht, wie der Scholz noch gesagt hat, naja, wir liefern nicht. Frage ich mich, wie lange dauert es denn, bis jetzt dann irgendwann der Warburg-Skandal oder irgendwas anderes wieder hochkommt oder festgestellt wird, dass, keine Ahnung, er vielleicht irgendwo ein Leiden hat und weg müsste, um einen anderen dann, der die Unterschrift bereitwillig ist zu geben, vielleicht zu präsentieren. Auf der anderen Seite glaube ich aber nicht mehr, dass die Amerikaner im Falle dessen, wenn das jetzt wirklich hoch eskaliert wird, dass die dann zu ihren Verpflichtungen stehen nach Artikel 5, sondern die Amerikaner werden weg sein. Das ist meine feste Überzeugung, weil sie haben nichts davon zu gewinnen. Wenn man allerdings Europa dazu verleitet oder vielleicht Deutschland und Frankreich, ich meine, England hat ja nichts mehr, da kommen außer jetzt bei den Drohnen, kommt da nichts. Aber wenn man diese Politik weiterführt und es hier noch zu, sagen wir mal, Angriffshandlungen kommt von einzelnen europäischen Staaten, die dann eventuell auch russische Reaktionen zu befürchten haben. Ich glaube jetzt nicht, dass die Atomar sein werden, aber es reicht ja, wenn hier ein paar Hyperschallraketen irgendwo einschlagen. Also ich habe eine kurze Frage. Was wird die Reaktion auf die Hyperschallraketen sein? Ich meine, die Russen haben ja schon angekündigt, für den Fall, das eingesetzt wird, gibt es dann auf zum Beispiel Hauptquartiere in Großbritannien. Also wenn da was kommt, gibt es eine Hyperschallrakete. Aber mit was wollen denn die Großbritannien darauf antworten? Wir sind auf der schiefen Ebene dahin. Ich erinnere auch an den Aufsatz von Sergei Karaganov, also einen der wirklich wichtigen Berater von Putin. Ein sozusagen großer, wirklich sehr kluger Mann, der aber einen aus meiner Sicht obszönen Artikel geschrieben hat, dass man mit taktischen Nuklearwaffen die Amerikaner davon überzeugen muss, dass die ein wirklicher Nuklearkrieg bevorstehen könnte. Und er sagt, Gott hat uns diese Waffen gegeben, damit wir dir das zeigen. Wo ich dachte, das ist jetzt eine interessante Argumentation, also von jemand ehemalige Sowjetunion. Aber das ist alles auf einer, es wird geredet, dass man, ich habe so das Bild, was ich habe, ich komme in so ein Jugendzentrum, wo lauter Jugendliche mit Lederjacken unterwegs sind. Und es wird Zeit, dass die Erwachsenen kommen und ihnen mal die Klappmesser abnehmen und das große Maul stopfen. Ja? Also das ist unverantwortlich, was da läuft zurzeit. Ja, vielleicht zeigst du auch mal, Manuel, diese eine Folie von Pro7 ist die, dass Russland mit der Zerstörung von Brücken droht, zumindest das im russischen Fernsehen Russia 1 gesendet wird. Und da sind wir dann ja auch schon mittendrin bei möglichen russischen Reaktionen, zumindest in den Alternativmedien. Und da begebe ich mich in Zeiten, wo wir in einem Hybridkrieg jetzt leben und auch der Informationsraum einfach ein Schlachtfeld ist, ein bisschen unter Umständen auf Glatteis. Zumindest in den Alternativmedien wird ja immer wieder gesprochen von einem Ultimatum des Herrn Putin zum 11.3. hin, wo er fordert, dass die deutsche Regierung dann klar Stellung beziehen soll, wie sie jetzt auf dieses geleakte, auf das Gespräch der herumenglischenden Führungsoffiziere reagiert. Das Problem ist nur, dass ich da im alternativen Bereich Quellen zu finde, aber Suchen in Suchmaschinen ergeben da nichts in den Mainstream-Medien. Das kann man jetzt doppelt auswerten. Ja? Das kann das eine wie das andere heißen. Aber im Raum steht, und es ist mir wert, das wenigstens hier in die Sendung zu bringen, dass alternativ gesagt wird, Putin möchte bis 11.3. Eine klare Reaktion der Bundesregierung haben. Ja. Und im Fernsehen hast du dann eben auch den Anschlag auf Brücken, zum Beispiel in Magdeburg, da ich große, ja, im Russischen. Ja, den Beitrag kann man sich, der ist mit unzweifelhaft echt. Dieser russische Fernsehbeitrag sagt, wenn die sich, also ich sage jetzt mal, die Argumentation ist, wenn die sich über die Krimbrücke unterhalten wir uns doch mal die Brücken in Deutschland, die wir angreifen können. Das ist die Retourkutsche. Ja? Der ist definitiv so gelaufen. Bei den anderen Sachen, ich würde nicht sagen, gegenchecken gegen Mainstream-Medien. Wir haben gerade darüber geredet, wie dass die ihre Aufgabe überhaupt nicht mehr erfüllen. Also das heißt, wir brauchen eigentlich Leute wie Thomas Röper, der sozusagen so eine Art
der einzige deutsche Auslandskorrespondent in Russland. Es gibt noch Ulrich Heiden, den man auch fragen könnte, der auch alle seine Jobs verloren hat, ja, der auch in Moskau lebt. Also Leute, die die Situation in Moskau beobachten, die Medienberichterstattung und sagen können, ob Sachen die stimmen. Ich habe in den letzten Tagen so viele Sachen bekommen, wo ich dachte, oh, und dann aber dachte, Moment, das gucke ich lieber mal nach. Zum Beispiel Tucker Carlson, der sich wendet an die Öffentlichkeit und sagt, dass er wendet sich an die Russen und erzählt da, dass er, sorry, versucht mich jemand anzurufen, das werde ich verhindern, dass das nochmal passieren kann. Manuel, gib doch mal die Folie rein vom Tucker Carlson, die ist mit bei dir drin. Das ist aber jetzt dann eben mit Vorsicht zu werten. Ja. Nein, nicht mit Vorsicht, das ist eine Fälschung. Man kann gucken das bei... Das ist eine Fälschung, alles klar. Dann. Tucker Carlson kann man gucken, er hat ja eine eigene Website. Der wird ja nicht etwas in dieser Form... Diese Fälschung meinst du da? Da, genau das. Und der Hintergrund ist roter Vorhang, hat er auch noch nie gehabt bei seinen Sachen. Er hatte so ein Blockhaus, in dem er seine Sachen macht. Es ist auf seiner Webseite nicht zu finden. Und die ganze Wortwahl von dem passt auch nicht dazu. Und das kriegen wir in Reihe. Es gab eine Aussage von der Mutter von Nawalny über Julia Nawalny, sozusagen was für eine miese Figur das sei und dass sie ihm ihr verbietet, über ihren Sohn zu reden. Habe ich auch gedacht, oioioi, den habe ich aber gefragt. Also das heißt, wir brauchen eigentlich so einen Faktencheck intern. Bitte nicht von den Leuten, fuck den Checker. Brauchen wir nicht. Ja? Brauchen wir nicht. Da hatten wir jetzt mit der Wannsee-Konferenz ein tolles Beispiel, wie das komplett losgeht. Also das heißt, wir müssen das selber, aber wir werden im Moment geflutet mit solchen Fake News, die sich über die Kanäle gut verbreiten. Ich habe eine Meldung, habe ich selber verbreitet am Anfang. Das war, als Trump sagte, ich habe das gehört, sagte er, there was no 9/11, aber es war einfach durch einen geschickten Schnitt gemacht. Er hatte gesagt, solange ich an der Regierung war, gab es kein 9/11 und durch das Wegnehmen hat das einen vollkommen falschen Eindruck, der auch so bereit war. Also sozusagen eine Connex-Fälschung, würde ich das nennen. Und ich glaube, dass das hochläuft, weil auf der gleichen Zeit in der Europäischen Union und auch in den USA hochläuft. Ursula von der Leyen sagt, das größte Problem sind die Fake News und wir müssen uns dagegen wappnen. Und jetzt werden wir alle mit Fake News gefüttert, als Köder an der Angel, damit sie uns nachher daran aus dem Wasser rausziehen können und sagen, die Leute sind ja nicht in der Lage, dazwischen zu unterscheiden. Also extreme Vorsicht, alles gegenchecken in Russland. Manuel, sorry. Und der Digital Service Act, der uns da ja begleitet, sorgt zwar für das Wegballern von unliebsamen YouTube-Kanälen wie meinen oder vielen anderen, aber sowas wie dieser Beitrag hier vom Heute-Journal, mutmaßlicher Beitrag, ganz kurz Zeichen. Unglaublich. Dieses Projekt ist auf der Basis eines mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Wir beginnen heute mit einer Entwicklung, bei der es auf die Frage, was sie verändert hat, nur eine Antwort gibt. Alles. Wir schauen in eine Zukunft, die längst begonnen hat. Wir sprechen von einer neuen KI-gestützten Anlageplattform, die bereits Millionen von deutschen Bürgern zur Verfügung steht und ihnen hilft, mit minimalen Investitionen große Geldsummen zu verdienen. Das ist unglaublich. Dieses Projekt ist auf der Basis eines Supercomputers mit... Ich glaube, das reicht schon. Ja, man sieht klar, wo die Reise hingeht. Sowas wird einfach unkritisch gesendet bei YouTube als Werbung. Es bringt ja Geld. Und Inhalte, die bei weitem nicht mit Vorsatz, und da hier sage ich, ist Vorsatz da, Irreführung, Täuschung, das Journal müsste eigentlich klagen, also das ZDF, aber es geht einfach durch und wird gesendet. Das finde ich schon sehr, sehr dreist von Google. Es ist, wir haben ja in Reihe, ich meine, ihr kennt jeder jetzt mittlerweile, guckt euch irgendwo eine Webseite an und dann kommt, die Ärzte sind schockiert, neue Therapie gegen Tinnitus, sie können ihre Wohnung für 10 Euro im Monat heizen. Sowas kriegt man in Reihe vorgesetzt, da ist leider, unsere Aufsichtsbehörden sind nicht in der Lage, dagegen vorzugehen. Aber wenn jemand etwas sagt, ich erinnere nur, also eines der krassesten Beispiele der letzten Monate war für mich Uwe Schattauer, der eine Anzeige gekriegt hat wegen Volksverhetzung heißt ja dieser Paragraph. Der klingt übrigens schon wunderbar nach NS-Gesetzgebung, so rein mal vom Klang. Ja, und zwar, weil er vor 2019 einen Link zu einem Film weiter verschickt hat, in dem Aufnahmen von Konzentrationslagerinsassen benutzt wurden, um die Rheinwiesenlager zu bebildern.
Also nicht er hat was gesagt, sondern er hat einen Link weitergeschickt und dann gibt es eine Anzeige, einen Strafbefehl wegen Unterstützung sozusagen nationalsozialistischer Ideologie oder C.J. Hopkins, der ein Buch ausgegeben hat, The New Normal Reich, also ein dezidiert linker, mit einer Jüdin verheirateter Theaterautor und Satiriker, der ein Cover macht mit einer Maske drauf und da ist ein Hakenkreuz drin zu erkennen. Und dann wird er vor Gericht gezogen mit zwei Strafbefehlen, weil er die nationalsozialistische Ideologie propagiert hat. Also ein Satiriker, der diese Sache macht, ja, du brauchst nur 2 Minuten zuhören bei ihm, dann weißt du, was los ist. Und dann wird freigesprochen und die Richterin sagt, dass ihr Freispruch ein Beleg dafür ist, dass er ein Schwurbler und sozusagen Querdenker in diese Richtung gehört. Und dann kommt die Staatsanwaltschaft und legt Berufung ein gegen dieses Urteil. Er ist jetzt wieder vor Gericht. Und das ist die Situation. Das ist, wie du eben beschrieben hast, Manuel. Dir wird der Kanal wird dir, und zwar um den Meinungsbereich dessen, was gesagt werden kann, zu minimieren. Da wird mit einer großen Intensität dran gearbeitet, während diese Betrugsmaschen, die da im Internet laufen, Höhle der Löwen, ständig. Die Sache, die irgendwie rausgekommen ist oder es wird erzählt, dass, wie war das jetzt, Moritz Bleibtreu macht Werbung für irgendeine Viagra-ähnliche Substanz, weil er so Schwierigkeiten in seinem Sexualleben hat. Ich weiß nicht, was Bleibtreu, ich würde ihm empfehlen, auch mal dagegen vorzugehen. Aber das, sowas läuft im Konstant, das zeigt nochmal, wie die anderen Sachen auch, dass wir sind komplett auf den Hund gekommen. Wer soll denn, und das ist ja auch so, dass uns international haben wir einen Ruf wie eben ein Friseur, der zweimal wegen Vergewaltigung verurteilt worden ist. Da ist nicht mehr viel übrig. Da kann sozusagen, man kann sich das in den Medien bei uns noch schönreden, aber damit überzeugen wir niemand auf der Welt mit diesen Sachen, die wir, also das interessiert jetzt keinen, was ich eben beschrieben habe, aber das ist ein Beleg dafür an anderer Stelle, wie wenig bei uns funktioniert, wie wenig so funktioniert. Das geht auch gar nicht um links oder rechts. Es geht einfach darum, wie das niedergelegt ist, wie das nach Verfassungsrecht zu funktionieren hat. Und die Leute, also unsere Regierenden sind gut darin, alle diese Sachen hinter sich zu lassen, aber mit großer Härte Leute vor Gericht zu ziehen, wenn die irgendwas sagen, was ihnen nicht gefällt. Ja, du hast dieses zweierlei Maß ja überall momentan. Du siehst es bei den Demos auch sehr schön oder hast es da gesehen. Im ganzen Osten laufen weiterhin die Montagsdemonstrationen, Mahnwachen. Da wird kaum drüber geredet über die Bauernaufstände. Aber dann eben für der Regierung genehme Demonstrationen, die werden dann schnell mal auf ein paar hunderttausend hochgejubelt. Wir kennen dieses zweierlei Maß. Du hast die Volksverhetzung angesprochen. Dinge werden deklariert als Volksverhetzung, andere Dinge nicht. Ich habe hier die Frau Zimmermann, die hatte jetzt zum Beispiel, wir hatten es in der letzten Lage schon, ein Taurus-T-Shirt, da hat sie sich dafür eingesetzt, dass die Ukraine doch bitte Taurus-Raketen bekommt. Und da titelt die Berliner Zeitung ganz unbeleckt, ein schneidiger Pulli für den gemeinsamen Sieg. Ja. Endsieg, da fehlt der Endsieg. Der Endsieg ist als Begriff. Ja, wenn wir uns sowas erlauben, dann wird die Tür morgens um 6 schnell mal aufgemacht, obwohl wir alle noch schlafen. Ja? Eine Frage an euch jetzt. Glauben die das wirklich noch, dass da irgendwas zu gewinnen ist? Ja, das ist eine sehr intelligente Frage, Manuel. Weil das also ist so, ich habe es vorhin versucht zu sagen, das ist so unwirklich, so irreal wirkt das alles. So super bekloppt, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, es anzunehmen, also es zu glauben. Ich bin des Öfteren in den letzten Jahren, also sozusagen im Bundestag oder unterwegs gewesen, bitte überschätzt nicht die geistige Kapazität der Leute, die im Parlament sitzen. Die Intelligenz des Parlamentes liegt in der Organisationsform, also das heißt in den Ausschüssen, in den wissenschaftlichen Stäben, die da hinten arbeiten. Aber die Leute, die im Bundestag sitzen, sind Leute, die auf einer Kreisversammlung von der Partei findet, die sich sehr geschickt es geschafft haben, durch sozusagen in diesem evolutionären Biotop des Intrigantenstadels durchgestanden zu haben und an die Spitze gekommen zu sein. Das sind nicht die Leute, die ihr gerne als Nachbarn hättet. Das ist auf demselben Niveau, was ihr aus euren Kreisversammlungen kennt. Also glaubt nicht, dass da die intellektuellen Überflieger sitzen oder auch vielleicht Mephistopheles oder irgendwelche genialen Bösewichte. Die gibt es zum Teil, es gibt wenige, aber das ist ansonsten eher damit rechnen, dass es mit Leuten zu tun hat, wo ihr, wenn man sich gründlich überlegt, man sagen müsste,
den traue ich nicht, ich mache das lieber selber. Das ist, als wenn ihr zu einem schlechten Arzt geht, der besoffen euch ein Rezept ausstellt und euch nicht untersucht hat. So solltet ihr das sehen. Ja? Ihr seid nicht weniger in der Lage, diese Entscheidung zu treffen, weil es geht um Interessen. Es geht nicht darum, ob jemand eine Mathematikaufgabe im Abi lösen kann, sondern es geht darum, wessen Interessen. Deswegen kann auch jeder wählen. Die Lage bei uns ist ja, ich hatte mal mit einem Prof zu tun, der meinte, er müsste eigentlich 5 Stimmen haben und jemand, der Hartz IV kriegt, gar keine, weil er ist ja viel intelligenter. Das ist aber, der hat das System nicht begriffen, so wie es gedacht ist. Das System ist so, dass jeder seine Stimme hat, damit er seine Interessen in die Waagschale werfen kann. Egal, ob man einen IQ von 90 hat. Ich weiß trotzdem, dass ich nicht sterben will, wenn ich einen IQ von 90 habe. Und es ist auch mein Recht, dass ich das habe. So sind die Wahlen. Also löst euch davon, diese Leute, vor allen Dingen löst euch davon zu glauben, dass sie es besser wüssten und dass sie eure Interessen vertreten. Eure Interessen vertretet ihr am besten selber. Also es wäre mit einer Schweizer Lösung, wäre man schon ein großes Stück weiter, weil man dann wenigstens die Möglichkeit hat, wenn es gar zu bunt wird, mal einzugreifen. Glaubst du, wir schauen da hoch oder so? Naja, das meine ich nicht jetzt ihr. Ich meine immer die Bevölkerung, die denkt dann da im Bundestag und dann machen die das. Und ich habe heute ein Telefonat mit einem alten Schulfreund gehabt und der hat mir dann gesagt, weißt du, ich kann ja doch nichts dran ändern. Ich erfahre das und ich gucke mir die Nachrichten gar nicht mehr an, weil ich so entsetzt bin über das, was ich da mitkriege. Davon kenne ich eine Reihe Leute. Ich habe selber diese Neigung. Ich betrachte Spiegel, gucke ich mir an und die Tagesschau und sowas als Feindlage. Damit ich weiß, was da sozusagen, das ist nicht, weil ich Informationen daraus ziehen will, sondern ich wissen will, wie die Leute dazu bearbeitet werden. Die wirklichen Informationen hole ich mir aus anderen Quellen. Kann ich zum Beispiel auch, kann man empfehlen, Foreign Policy und Foreign Affairs. Da erfährt man viel mehr darüber, was so gedacht wird in den USA. Die Tagesschau, ihr könnt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Tagesschau und heute gucken und FAZ lesen und Süddeutsche und ihr werdet nicht wissen, was gedacht wird, was da los ist. Genau. Wenn ich da kurz einhaken darf, also Foreign Policy lese ich ja auch, weil es wirklich für ein Klientel in den USA publiziert wird, die halt wirklich da auch in den Themen drinnen sind und das bekommt selbst der Mensch, der in Deutschland glaubt, gut informiert zu werden, weil er ja vermeintliche Qualitätsmedien konsumiert, der hat keinen Plan, was passiert. Der bekommt Salamitaktik-Schwachsinn, der noch zweimal nachgerichtet wurde in den Nachrichten. Aber Foreign Policy zeigt halt, was gerade Thema ist innerhalb des US-Establishments. Ja? Genau, der Begriff Nachrichten sollte man wörtlich nehmen, weil die gucken, was sozusagen aus der NATO-Pressestelle und von der Regierung kommt und danach wird sich gerichtet. Das ist das Nachrichten, was sie aus diesen Kanälen bekommt. Und das ist nochmal, ich warne davor, seid etwas demokratischer, also nicht für euch, sondern für alle, die zuhören. Das heißt, ihr selber wisst am besten, was für euch gut ist. Informiert euch darüber und fordert ein, auch dass ihr diese Entscheidung treffen könnt. Diese Entmündigung, die da ist, die dann auch dazu führt, dass man auch noch gesagt bekommt, was man denn sich angucken darf und was davon wahr ist, was man sich anguckt. Wir überprüfen für euch. Ich sag mal so ein Beispiel. Ein Beispiel nur, um das klar zu machen. Wir haben über 2 Jahre haben wir sozusagen Trump, der sich von den Russen hat beeinflussen lassen. Dann haben Russiagate und dann war Bidens Laptop und 51 Offiziere, hohe Offiziere aus den Geheimdiensten in den USA haben auf einen Anruf von Blinken hin an die Öffentlichkeit rausgegeben. Glaubt nicht, dass wir mit Hunter Bidens Laptop. Das hat alle Anzeichen einer russischen Geheimdienstoperation. Wir kennen solche Operationen. Wir sagen euch, seid vorsichtig, glaubt es nicht. Und das kriegen wir erzählt. Und der gleiche Mann, der diesen Brief mit unterschrieben hat, der ehemalige NSA und CIA-Chef Michael Hayden, sitzt in dem Beratergremium von NewsGuard, die Bewertungen verteilen, wie seriös Berichterstattung ist. Das ist Böcke zu Gärtnern hoch 10 oder Fox als Chief of the Henhouse im Englischen, wie man sagt. Also das sind die. Und wer darauf vertraut und wer glaubt, dass das irgendwie Hand und Fuß hat, dass es was anderes ist als der Versuch, euch Nepperschlepper bauernfängermäßig über den Tisch zu ziehen, damit man nur noch als applaudierende Kulisse, als Masse für diese Politik da ist, hat leider nicht kapiert, was im Moment vor sich geht. Das ist alles unterirdisch. Und das sollte man, wagt es, das zu denken, dass es unterirdisch ist, weil ihr werdet am Nasenring über den Tisch gezogen. Auch schon immer, wenn interpretiert wird. Der und der hat das und das gesagt und es wird herausgehoben, anstatt immer mehr
an Primärquellen direkt zu liefern oder eben direkte Zitate einzustellen. Aber es ist immer Empörungsmanagement halt auch sehr viel. Und das finde ich auch schon immer sehr, sehr vielsagend. Mal ein bisschen in die Lage jetzt hier reingehend, was uns präsentiert wird, was auf der Bühne gezeigt wird. Das würde ich jetzt nochmal vorschlagen. Was ich herauslese, ist, dass man immer mehr in Richtung Eskalation inszeniert und orchestriert. Da war ja die Frau Baerbock fast schon prophetisch vor einem Jahr, als sie gesagt hat, wir führen einen Krieg, we are fighting a war against Russia. Da hat man noch gelacht. Eigentlich aber auch schon nicht mehr. Nur die letzte Zeit, jetzt auch bevor dieses Leak kam, und das ist ja für das Umfeld sehr, sehr interessant, siehst du auf einmal einen Herrn, oder vor einem Jahr, der Oberst Wüstner, wir brauchen eine Kriegswirtschaft, jetzt auch wieder, hochaktuell. Ja? Mhm. Dann kam jetzt der Herr Reißner, auch Oberst, deswegen kam ich eben drauf, der dann sagte, oh, so ein Anschlag auf die Krimbrücke, die wäre sensationell oder das wäre ziemlich prekär. Da gibt's der österreichische, einen, der Oberst Reißner aus Österreich? Eine Woche bevor das Ding geleakt wird, ja, was? Der österreichische Oberst Reißner sagt solche Sachen? Ja, ja. Er hat sich bezogen auf den Geheimdienstchef, ich muss mal raussuchen, dann zeige ich es gleich noch in der Sendung, der Ukraine. Ja, aber wir reden. Gesagt, ich lese es gleich mal vor, war ein NTV-Bericht. Ja. Da frage ich mich immer. Überraschung, ein spektakulär wäre ein Angriff auf die Krimbrücke. Und zwar bevor geleakt wurde. Ja. Mhm. Jetzt habe ich aber. Ganz, ganz kurz noch, du siehst diese Eskalation überall, also auch bei dem Herrn Macron, der dann den Einsatz von Bodentruppen fordert, dann nimmt er es nicht zurück, sondern bekräftigt es nochmal. Und er tut es jetzt nochmal. Also das heißt, der NATO-Kurs und was dahinter dann ist, ist eindeutig festgelegt. Ja, aber der NATO-Kurs ist ja, also zwei Dinge möchte ich jetzt mal mit reingeben. Das eine ist, dass wir ja auch dieses Statement von dem französischen Außenminister hatten von ein paar Tagen, das hatten wir in der letzten Lage schon, wo es darum hieß, wenn Russland diesen Krieg gewinnt, dann hat die europäische Wirtschaft ein Riesenproblem. Das ist jetzt etwas frei übersetzt, aber letztendlich heißt es, dann wären die investierten Gelder weg. Und nachdem ein Großteil dieser Gelder ja schon vor mehreren, wahrscheinlich 10, 15 Jahren investiert worden ist, und da sind wir dann bei unseren amerikanischen Freunden, Großinvestoren, und jetzt das in Gebiete investiert worden ist, wovon auszugehen ist, die jetzt unter russischer Kontrolle sind und dann alle Verträge gecancelt werden, ist das ein Totalverlust. Und wer wird für diesen Totalverlust aufkommen? Dann sind wir nämlich bei den Sicherheitsgarantien. Man kann sie auch mal im Finanziellen lesen. Und damit hätte tatsächlich Europa ein Riesenproblem, weil nämlich dann Leute kommen werden und sagen, so meine Freunde, jetzt ziehen wir die Versicherung. Und ich denke, dass das auch in dieser Art und Weise zu lesen ist. Ich kann mir gut, Dirk, ich gebe dir recht, dass da sehr viele Leute unterwegs sind, auch in den Parlamenten, die keinerlei Ahnung haben von dem, was sie tun, ob das bei uns in England oder auch in Frankreich ist. In Osteuropa, glaube ich, schaut es da schon etwas anders aus, weil die da eher ein Gefühl dafür haben und merken, dass das hier langsam hochkocht. Das heißt aber für mich auch, im Hinblick auf solche Themen, was dann wieder mit uns verbunden ist wirtschaftlich, kommendes Vermögensregister und andere Dinge, ja, könnte das vielleicht auch dazu führen, dass die Nationalstaaten dann vielleicht abgewickelt werden, damit die EU dann irgendwann übernehmen kann, in deren Gedanken. Weil ich meine, irgendwo sitzen ja doch Leute, die da etwas weiterdenken und die etwas heller sind. Und ich sehe hier eine große, aufgeschreckte Hühnerherde oder Hähnchen, die fast ohne Kopf rumrennen. Und jetzt merken, dass sie ihren Bevölkerungen irgendwann verkaufen müssen, dass nämlich alles, was an Werten mal da war, verzockt worden ist. Und zwar in der Ukraine. Also so sehe ich das Ganze. Und mit einem verlorenen Krieg kann man da vielleicht noch ein bisschen was retten. Also das sind dann die Sprünge, die ich dann in den Gedanken immer weitergehe und sage, hier geht es auch um das große Abkassieren, beziehungsweise dann auch um das, wie soll man sagen, von amerikanischer Seite, um das Eintreiben der Versicherungen. Ja, spannend ist ja auch, dass man jetzt innerhalb der EU beginnt, so diverse Bündnisse wie Visegrad zu spalten. Ja, ich habe jetzt mitbekommen, Tschechien, also auch die Slowakei, haben jetzt irgendwie ihre Kommunikation vorübergehend einmal eingefroren, weil der Fico in der Slowakei pro-russisch wäre, zu pro-russisch, was für die Tschechen nicht haltbar ist, und ja. Da hat man wieder den nächsten Spaltkeil durchgetrieben. Durch eigentlich, Entschuldige. Durch ein Volk, das in weiten Teilen eigentlich sonst immer einer Meinung war. Bitte fertig.
Ich wollte nur das Zitat nachliefern. Die Ukraine plant zudem einen Überraschungsangriff, der den Russen vor den Wahlen eine Niederlage einbringen soll. Dafür würde sich Reißner zufolge ein spektakulärer Angriff auf die Krimbrücke anbieten. Man sieht, im Inforaum wurde das schon vorbereitet, das ganze Ding. Das war eigentlich schon alles. Das ist aber keine Stellungnahme, die ich jetzt inkriminieren würde. Das ist einfach eine Wiedergabe einer Einschätzung des ukrainischen Geheimdienstes durch Reißner. Das hat er sich nämlich zu eigen gemacht. Was willst du noch? Das ist der ukrainische Geheimdienst. Der Reißner äußert sich darüber, benennt ihn als Quelle und es wird im deutschen Mainstream kolportiert. Also bitte. Okay, also das... okay. Nein, dann hört bitte. Ja, also du hattest das eben angesprochen mit der ganzen Wirtschaftslage. Also ich habe jetzt gerade ein Beispiel nur. Ich habe bei der Frage, wie wichtig zum Beispiel das deutsche Geschäftsmodell mit dem Erdgas, ja, die Erdgas, unser Geschäftsmodell bestand da drin, dass wir mit günstiger Energie hochkomplexe Sachen produzieren. Ja, also das unser, sage ich jetzt, also von den deutschen Unternehmen. Und dann nur mal so eine Sache, dass zum Beispiel das, was wir an Gas bekommen haben von den Russen über die Pipeline, entspricht 73 Kernkraftwerken. Also das, um mal so eine Relation reinzubringen, das ist weg. Wir sind jetzt das zweite Jahr in Folge, sind wir weltweit bei den Ländern, ich glaube, im letzten Viertel von der Wirtschaftsentwicklung. Also das heißt, wir gucken ja hier zu. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsspezialist, das ist nicht mein Gebiet, aber ich kann zuschauen, wie das eine katastrophale Lage produziert wird, auf die nicht reagiert wird. Und ich möchte auch noch mal kurz eingehen, weil ich das interessant fand. Also Victoria Nuland, die ich nur als das furchtbare Krümelmonster bezeichne, weil sie mit Keksen 2014 über den Maidan gestiefelt ist. Und in Amerika nennt man das ja das Kaganate, ja, so wie Caliphate. Also das heißt, ihr Mann, Reagan, der Anführer des Project for a New American Century und einer der großen Personen war, die den Irakkrieg vom Zaun gebrochen haben, dafür mitgearbeitet hat, dass man das unbedingt musste. Ihre Schwester ist beim Institute of War Chef, ja, wo sie wahrscheinlich auch einen guten Job kriegen könnte, damit kennt sie sich aus. Und sie also durch vier Präsidentschaften zuständig war für dieses Gebiet als stellvertretende Außenministerin. Und das ist ein guter Beleg dafür, die Tatsache, dass sie jetzt fällig ist. Ja, dass sie ist gefeuert. Ja, also das heißt, der Nachfolger ist übrigens der, wie soll man das nennen, der Gouverneur, der Satrap oder was, der in Afghanistan vorher war, der sie jetzt ersetzen wird. Also das heißt, die Kagan, das ist ein Beleg dafür, dass die Ukraine, dass man jetzt nur noch darüber redet, wie man das macht. Und ein weiterer Beleg, also der Krieg ist zu Ende. Der Krieg ist verloren. Es geht nur noch um die Frage, wann, nicht ob und wie hinterher aufgeräumt wird, was da passiert. Das ist das eine. Und wir haben also eine Situation, in der nichts mehr an dieser Stelle zu retten ist. Man braucht jemanden, den man verantwortlich machen kann dafür. Und ich weiß nicht, was sie alle, also wir wissen von Victoria Nuland garantiert nicht alles, was sie da angerichtet hat. Also man konnte, die Russen haben vor kurzem, das konnte man übrigens auch bei Röper lesen, haben gesagt, dass Nerven- und Giftgas eingesetzt worden sind in der Ukraine. Wir haben die ganze Geschichte mit den Biowaffenlaboren, die ja als Unsinn bezeichnet worden sind, aber kein Unsinn sind. Und diese ganzen Sachen liegen daran. Und wir hatten Arestovich, wenn ihr euch daran erinnert, den Berater von Zelensky, der 2019 in einem Interview prophetisch vorhergesagt hat, dass es zu einem großen Krieg kommen wird, ungefähr 21, 22. The coolest thing ever, ja, in der Übersetzung, ja. Wo er gesagt hat, dass wir, und er hat auf den Westen gesetzt. Und dieser Mann hat jetzt in den letzten Monaten, wenn ihr das verfolgt habt, 180 Grad die Seite gewechselt und sagt jetzt, ja, wir haben aufs falsche Pferd gesetzt und der Westen bringt das ja gar nicht und wir können nicht weiter mit den Nazis zusammenarbeiten. Damit sind wir nicht anschlussfähig für andere Leute. Da sind die Leute, die Wendehälse sind dabei, sich in Sicherheit zu bringen. Und die Nuland ist nicht als Wendehals, sondern sie ist das Opfer, sozusagen ihre eigenen 12 Jahre lang oder noch mehr, ich muss überlegen wann, also das dürfte ungefähr hinkommen. Ja, 2005 wird das begonnen haben mit der Orangenrevolution. Ne? Okay, genau, also das noch länger. Also sie ist da seit jeher aktiv. Und nochmal, um das zu sagen, guckt euch die Abstimmung in der UNO an. Der Westen ist nur noch im Heute-Journal etwas, wofür sich der Rest der Welt interessiert. Für die anderen Leute sind wir ein lügenhaftes Auslaufmodell, dem man nichts mehr glauben kann.
Und Gaza ist eine der wichtigen Sachen, warum das so ist. Guckt euch die Abstimmung dazu in der UN an. Ja. Weil du die UN ansprichst, bevor wir da Gaza thematisieren, möchte ich nochmal kurz ansprechen. Du hast ja mit diesem Schweizer Wissenschaftler in Bezug auf Nord Stream da ja auch eine Anhörung gehabt, wo er ja belegt, dass es da ein thermonuklearer Mini-Atomwaffenanschlag gewesen sein könnte. Ja, also das sind zumindest die Argumente, wenn man wissenschaftlich rangeht an die Thema. Das war mein Punkt. Ich habe mich da ja sozusagen weit aus dem Fenster gelehnt, damit das überhaupt zu behaupten. Aber der Punkt war, dass, wenn man sich die Argumentation anguckt, dann muss ich sagen, okay, wenn ich jetzt in diese Richtung gehe, dass ich, wie die Skeptiker das behaupten, also nach wissenschaftlichen Daten gehe, dann hat der Professor Braun einen sehr starken Fall vorgetragen. Und der Grund, warum das nicht berichtet wurde, war nicht, dass da Leute, es gab ja keine Diskussion, er hat ja versucht, ein Paper draus zu machen und er hat ja 3 Nature-Veröffentlichungen. Ja? Also das ist jemand, der relevant ist und der aus der Geowissenschaft kommt, der sich auch noch mit solchen Sachen wie seismografischen Sachen extrem gut auskennt. Und das ist komplett hat nicht stattgefunden. Und er hat seine ganzen Argumente, er hat ja 7 Argumente und er sagt, diese 7 Argumente sind nicht anders erklärbar als durch eine kleine thermonukleare Explosion, über die übrigens wie mit Karaganov auch in den USA vorher geredet wurde. Was ist denn so schlimm an den Mini-Nukes? Die haben doch nur Sprengwirkung, die sind gar nicht so radioaktiv. Da kann man wunderbar Bunker mit kaputt machen. Brauchen wir wirklich Überschallwaffen? Wir haben doch diese genialen kleinen, diese Mini-Wasserstoff-Sprengkörper, die nicht alles radioaktiv verseuchten, sondern größtenteils Explosionenwirkung haben. Und die man skalieren kann in der Menge der Neutronen, die da freigesetzt werden in der Explosion. Die Bomben, die in Deutschland in Büchel hängen, diese Mark 61, die kann man skalieren von 4 Kilotonnen bis 400. Dieselbe Bombe hat entweder 4 Kilotonnen oder 400 Kilotonnen Sprengstoff. Also das ist sozusagen mit einem Schalter einstellbar, wie stark die ist. Und da wird schon lange drüber geredet in den Militärkreisen. Das ist doch nicht das, worüber wir reden. Das ist doch keine thermonukleare Megatonnen Städtevernichtung, sondern so ein kleiner Sprengkopf. Was ist denn da so schlimm? Bisschen Atom, gut, aber nicht so schlimm. Du hast ja so beschrieben, ihr wart da quasi vor Ort und die ganzen die westlichen Fraktionen im Sicherheitsrat, die haben betröppelt weggehört oder in ihre Handys sind sie versunken. Aber die Afrikaner, die haben sehr interessiert gewirkt. Hast du das haben sie auch gesagt. Das haben die Afrikaner gesagt, also mehrere von denen haben gesagt, dass sie das mit Interesse zur Kenntnis genommen haben. Ich war ja nicht da. Ich bin zugeschaut. Naja. Genauso wie Jimmy Dore, wo ich dann dachte, den gucke ich da regelmäßig und war, hey, wunderbar. Ja. Das war auf Einladung, da bin ich dazu gekommen, wie die Mutter zum Jungfrau zum Kinde, nicht die Mutter, Jungfrau zum Kinde. Aber es war ja auf Einladung von den Russen, die jemand gesucht hatten, also den Jimmy Dore mit Überblick. Karin Kneißl war übrigens auch im Gespräch dafür, sie das macht. Und das haben dann Jimmy Dore und ich gemacht. Und ich habe tatsächlich was ich vorgetragen habe, sind die Sachen von Ola Tonanda sind 100% wasserfest. Das war so. Also das heißt, es gab ein amerikanisches Vorwissen über die Anschläge, was auch niemand aufgegriffen hat. Obwohl die Sachen, die sind ja nachweisbar über Flight Radar 24, dass diese amerikanischen Maschinen in den 3 Nächten davor dahin geflogen sind. Und die sind auch, das ist alles synchronisiert. Das sind Hubschrauber, die da unten rumgeflogen sind dazu. Das ist alles glasklar. Und trotzdem ist keiner rangegangen, weil wenn man sich bei der Tagesschau, da braucht man sich, glaube ich, nur dafür aussprechen. Senden kann man schon ganz vergessen. Aber wenn man sich dafür ausspricht, dass man darüber redet, ist die Finanzierung vom Rheinhaus in starker Gefahr. Kann ich versprechen. Ja, aber die bleiben halt lieber beim Pflanzensprengstoff. Ne? Nee, aber zur UNO, jetzt kommen wir mal nach Gaza und der ganzen misslichen Lage da unten, ist ja auch furchtbar und fast noch schlimmer aktuell, was sich dort so abspielt. Siehst du da Hoffnung oder seht ihr da große Hoffnung? Ich will nicht mehr reden, sagt ihr auch mal was. Ja, Gaza, ich denke, wir kriegen im Moment nicht so viele Informationen in der Detailfülle, wie wir sie über die Ukraine kriegen. Also wir haben ja genug Möglichkeiten über Telegram-Kanäle, über amerikanische und sonst was, uns den Frontverlauf fast metergenau anzuschauen. Über Gaza kriegen wir in der Art und Weise gar nichts. Ich habe jetzt mal eine kurze Aufzählung gesehen in einem Kanal, also dass die Israelis, glaube ich, über 2000 Tote und Verwundete schon haben. Wir reden von fast 40.000 getöteten Palästinensern
durch Luftangriffe, durch Bodenkämpfe und anderes. Wir haben jetzt vor kurzem erst dieses angebliche Massaker gehabt, wo ja 100 bis 200 Palästinenser auf LKWs oder beziehungsweise Hilfstransporte gegangen sind und die Israelis haben ja nur in die Luft geschossen und dann soll es also 100 bis 200 Tote gegeben haben. Das sind so Dinge, die finden natürlich bei uns in den Medien auch nicht statt. Die Frage ist halt nur, was kommt als nächstes? Wird Israel weiter gegen seine nördlichen Nachbarn irgendwann vorgehen, also sprich die Hisbollah? Wird das Ganze eskaliert? Und warum machen die Amerikaner logischerweise nichts? Die Amerikaner wollen jetzt, oder was? Biden hat ja angekündigt, der wirft jetzt Hilfspakete ab mit irgendwelchen MREs und sonst was. Das ist dann das Einzige, aber dass man dem israelischen Verbündeten vielleicht mal sagt, der möge jetzt mal aufhören und einen Waffenstillstand zumindest mal akzeptieren, das gibt's nicht. Also ich sehe da auch keine Verbesserung in der nächsten Zeit. Und ja, von israelischer Seite wird da munter weitergearbeitet an dieser Sache. Und ja, auf der anderen Seite hört man, Unterseekabel im Roten Meer gekappt, Schiff versenkt, Houthis blockieren den gesamten Schiffsverkehr und wieder die Impotenz der amerikanischen Militärmacht. Also Houthis möchte ich auch mal sagen, die setzen quasi als Polizeikraft die Anordnung der UN, um das mal provokativ zu sagen. Also die höre ich im Radio, werden sie immer als islamistische Terroristen bezeichnet. Und ich kann empfehlen, das Interview, was The Grey Zone, Max Blumenthal, mit dem Sprecher von ihnen gemacht hat. Ich habe danach gedacht, meine Hochachtung. Das war das, was ich empfunden habe. Das sind sehr, sehr interessante Gruppe, ganz anders, als man sich das vorstellt. Also keine faustschwingenden, schwarz befrackten Fanatiker mit Sprengstoffgürtel um den Bauch, sondern das war eine sehr beeindruckende Person. Ja? Und diese Sache, das mit den USA, die auf einmal jetzt völlig machtlos sind. Sie stehen da und möchten gerne, dass das Massaker in Gaza aufhört und würden so gerne. Aber sie können ja nicht mehr als dem Netanyahu freundlich zurufen, dass er das bleiben lassen soll. Und er hört halt nicht. Und sie können ja nichts machen. Also diese Macht, die überall auf der Welt sozusagen sofort mit irgendwelchen Raketenangriffen, Bombenangriffen, sozusagen Sanktionen, allem möglichen. Aber das Wort in diesem Zusammenhang, das erinnert mich an, wer das kennt, die gefährliche Liebschaften, wo er die Frau loswerden will, sagt, ich bin machtlos. Ich kann da nichts machen. Ich bin machtlos. Das waren die Szenen, die mir da reinkamen. Und das ist so erbärmlich, was dort abläuft. Das ist so, wenn ihr diese Fotos, ich habe Fotos also gesehen von Leuten, von Kindern dort, in aller Vorsicht, das muss man auch immer überprüfen, aber wir haben die Zahlen, wir haben die Opferzahlen und das ist, ich finde es einfach, es ist unerträglich. Es ist unerträglich und vor allen Dingen, es wird uns unseren Ruf endgültig ruinieren, dass wir dort mit dabei gewesen sind, also für Deutsche, ich weiß nicht, wie Österreich sich da positioniert. Ich weiß es tatsächlich nicht, ob die sich laut positioniert haben dazu. Ich kann es dir sagen, bei uns positioniert sich die Politik so, dass jene, die mit den Palästinensern sympathieren und die Demonstrationen abhalten, als jene unliebsamen, unwillkommenen, ungebildeten, vergewaltigenden Facharbeiter, mit denen so über einen Kamm geschert werden. Das ist gerade eine ganz üble Diskussion. Es ist unerträglich. Also was soll man dazu noch sagen? Ich habe diese Sache, ich habe meine ganze Oberstufenzeit in der Schule zugebracht mit dem Dritten Reich und die Sache mit, dass man das nicht wieder zulässt, das gilt für alle Menschen. Das ist nicht so, dass man jetzt gesagt hat, ja, das ist der Lerneffekt, den ich daraus gezogen habe und ich sehe ihn, es ist unglaublich, was dort abläuft und es läuft unter Wegschauen, also eigentlich alles das, was mir uns beigebracht hat, wie das funktioniert. Die Leute gucken weg, es geht niemand ran. Und wir haben Leute wie die Südafrikaner und diese irische Anwältin, die sie da hatten, die mich sehr beeindruckt hat mit ihrem Plädoyer. Ich habe ja ein Interview mit Alfred de Sayas in TNT auf Englisch gemacht dazu. Das ist auch, den kann man übrigens auch bei Zeitgeschehen im Fokus in dieser sehr empfehlenswerten kleinen Zeitschrift. Ich glaube, die ist aus Österreich, ja. Oder der Schweiz, aus der Schweiz, kann man diese Sachen auch nachlesen. Auch Harald Kujat, die schaffen das, ihn zu interviewen.
Das ist ein wirklich mittlerweile bedeutendes Magazin, obwohl es so klein ist. Aber es hat haufenweise solche interessanten. Und das ist einfach, man muss das realistisch sehen. Das sage ich jetzt als journalistischer, sozusagen altes Zirkuspferd. Ja, die Sachen finden mittlerweile in den Alternativmedien statt. Also dort ist mehr Bewegung, mehr Leben, mehr Werf, mehr Vitalität im Journalismus als in dieser verkommenen Situation in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das ist, das sage ich nicht, weil ich draußen bin, sondern ich sage das, weil ich das mit Bitterkeit feststelle. In den 70er, 80er, auch in den 90er Jahren gab es noch ganz andere Sachen im Fernsehen in Deutschland, in den USA, in Österreich, in der Schweiz. Es war anders. Es ist auf den Hund gekommen. Wir haben die Bundesbahnisierung der Politik und der Medien. Ja. Ja, das versuche ich ja die ganze Zeit zu sagen, wenn ich da in die Energien reingehe und bemerke, dass es so eine Unwirklichkeit, die da draußen stattfindet, so eine Geisterhaftigkeit. Dass einerseits hast du die Stille der vielen Menschen, obwohl wir wie in einem Karussell sind oder wie auf Schiene sind und jeder Tag bringt uns näher an den Abgrund heran. Und auf der anderen Seite hast du dann im öffentlichen Raum, im Mainstream-Raum, dieses laute, laute Kriegstrommeln. Ja. Es hat viel auch zu tun mit Apathie, mit gesellschaftlicher Apathie, mit allem, ja, du sagst es, was nie mehr wieder passieren sollte. Und auch das macht es schon wieder so komplett unwirklich. Jahrzehnte wachse ich auf und höre, das darf nie wieder passieren. Dann habe ich zumindest das Gefühl, es passiert vor aller Augen schon wieder. Und dann gibt es Demos, die heißen dann nie wieder, meinen aber das ungefähre Gegenteil. Und dann denke ich mir noch, wow, ja. Und das ist komplette Verwirrung. Das gehört auch ganz gut zu diesem Abriss, der hier zelebriert wird, zu dieser Verkehrung, die überall stattfindet, das Unterste zu Oberst. Jetzt kommt gerade eine Meldung rein, die möchte ich nochmal in die Sendung bringen, dann auch, dass die CDU nochmal, wenn falsch abgestimmt wird, dann muss man eben öfter abstimmen, nochmal über die Taurus-Lieferung abstimmen lassen möchte. Dann sind wir da, Manuel, wo du eben schon sagtest, meint ihr, das Scholz-Wort wird Bestand haben? Und wir sehen dann eben auch einen Herrn Pistorius, der weiterhin sagt, ich möchte jetzt über Wehrpflicht wieder reden. Ja? Wir müssen kriegstüchtig werden, wir brauchen eine Kriegswirtschaft. Und man kommt sich vor, als wäre man im falschen Film, komplett im falschen Film. Und dazu noch die Ruhe. Du gehst einfach dann einkaufen, also die noch Ruhe. Du gehst einkaufen und alles ist so geisterhaft normal. Also wow, da komme ich nicht drüber weg. Ja. Jemand hat mir ein Gebrauchtjahr angedreht. 2024 ist ein schlechtes Gebrauchtjahr und ich wollte Neues haben. Ja, also. Ja, es liegt auch natürlich an den letzten 3 Jahren des koronisierten Supergaus. Die Menschen sind einfach platt, müde, zermürbt von dieser Freiluftpsychiatrie. Und dann kam Ukraine, Gemagetscher, Putolf ist on fire. Und jetzt der nächste Irrsinn, also dass das natürlich Menschen, die jetzt nicht so einen hohen Toleranz- und Schmerzpegel haben wie unser einer, der sich ja da ganz bewusst mit diesen Dingen auseinandersetzt, dass die dann irgendwann aussteigen und das auch nicht mehr durchblicken und vielleicht sogar nicht durchblicken wollen, das ist ja auch irgendwie menschlich nachvollziehbar. Dennoch, da wäre es halt gerade, was Dirk angesprochen hat, dass die Medien einfach funktionieren. Ne? Jetzt mal eine Frage an euch, jetzt mal angenommen, nur mal angenommen und jetzt mal der Worst Case. Die Taurus-Raketen werden geliefert, die Dinger werden eingesetzt. Was weiß ich, sie beschießen die Krimbrücke und treffen das Ding. Und jetzt haben wir ja diesen Videoausschnitt gehabt und es würde jetzt tatsächlich eine sehr schnelle Antwort aus Russland rüberkommen und die schlagen hier ein paar Hyperschallraketen ein, sagen wir mal, als Warnung irgendwo in der Brücke oder ich will es noch nicht einmal sagen, dass die jetzt im Parlament in Berlin einschlägt, sondern dass die einfach mal als Warnung runterkommt und dann heißt einfach, was passiert dann? Und dann passiert nämlich NATO-seitig gar nichts, weil nichts da ist und die Amerikaner sagen, ey Leute, wir haben euch gesagt, macht das nicht, wir sind raus. Was passiert denn dann, eurer Meinung nach? Ist eine interessante Frage, weil ja Biden ganz klar in seinen Stellungnahmen gesagt hat, dass er nicht in die Richtung eines direkten Konflikts gehen will. Das könnte auch eine der Ursachen für Victoria Nuland, dass die da zu weit vorgeprescht ist, also für ihre Demissionierung gewesen sein. Und ich glaube, sozusagen, das wird in von konfrontationsmäßig, also das Erste, was ich mir vorstellen kann, ist,
dass man mal was in die Luft jagt, wo jetzt solche westlichen Leute unterwegs sind, damit intern, also das heißt, das wäre eine der nächsten Eskalationsstufen. Aber jetzt fange ich auch wie so ein Armchair General, wie die Amerikaner sagen, also Lehnstuhlgeneral an, der jetzt anfängt, ich bin kein großer Militär, ich war mal beim Militär, aber ich bin da, mein Dienstgrad war knapp oberhalb von Fußbodenputzen. Ja? Also da ist nicht viel, was ich da sozusagen, ist mehr angelesener Kram hinterher dazu kam. Aber das, was uns doch klar sein sollte, dass wir nicht diese Gedankenrichtung verlassen müssen. Wir müssen die Leute, die so ins anführen wollen in diese Situation, die wollen, dass wir darüber reden. Taurus, ja, nein. Und wir müssen darüber reden, was machen wir mit diesen Leuten, wie werden wir die los? Ja, wie sorgen wir dafür, dass die in Zukunft bestenfalls noch Salatköpfe wässern dürfen, aber nie wieder irgendwo in der Politik was zu sagen haben? Wie kriegen wir das, dass die zur Verantwortung gezogen werden für das, was sie da gemacht haben? Ja, wir werden ja wegen allem Möglichen, ich habe das Beispiel Uwe Schattauer gesagt, für allem Möglichen wird man zur Verantwortung gezogen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir das sozusagen uns darüber aufregen, dass wir sagen, das geht doch nicht und was wird da gemacht. Aber ich glaube, wir müssten einen Zahn zulegen und klar machen für diese Leute, also so ein bisschen ist der Moment auch da, wo man sagt, nicht mit uns, ich mache nicht mehr mit. Ja, also wir sollten über solche Sachen reden wie, ihr werdet uns keine Befehle mehr geben und es wird kein Befehl von euch ausgeführt. Ihr könnt euch ja vorstellen mit der Polizei und dann sagen wir, ja, wir machen alles, was ihr wollt, dann dreht ihr euch um und wir machen nicht mehr, was ihr wollt. Ja, also ich sozusagen jede Gelegenheit, um das zu machen, das wäre jetzt richtig. Die Apathie ist hier so hoch, dass es einiger Schläge braucht. Vielleicht dann keine Wangenschläge, sondern ja tatsächlich Luftschläge, dass man wie aus einem bösen Traum erwacht. Marc, ich möchte auch darauf antworten, weil es lässt Raum für ja, man muss nicht ganz quellengestützt sein. Was passiert? Russland hat klar gemacht, Luftschläge gegen die Brücke mit diesem System werden nicht unbeantwortet bleiben. Sie haben klar gesagt, denkbar ist, dass wir eure Brücken dann mal anschreiben, die Magdeburger Brücke angreifen, die Kölner Brücke mal auseinandernehmen. Das war Fernsehen, ne? Vorsicht, das war nicht Politik, das war Fernsehen. Wobei wir haben ja immer auch noch den Herrn Medvedev, der macht ja immer dann nochmal den militanten Mann, ja, und den Nationalisten, wobei das habe ich nicht gesehen, als er die Macht hatte damals. Egal, anderes Thema. Sie lassen die Luftschläge nicht auf sich sitzen. Die währenddessen, was passiert dann, wenn es hier einschlagen würde? Es wäre juristisch, wäre es ganz klar, NATO-Beistandsfall. Ich denke, ich gehe auch davon aus, das bleibt dann ein Papierpferd. Warum? Lass mich ganz kurz meine Gedanken dazu, ganz gleich. Ja? Nur meine Gedanken. Papierpferd, die US-geostrategischen Interessen gehen von Europa weg. Sie gehen zurück aufs Kernland, auf ihr Kernland. Ich sehe keinen Dritten Weltkrieg, ich sehe die Luftschläge. Ja, man kann da Gottes Willen eine andere Meinung haben. Aber der Trend ist auch ganz klar von Seiten US-Amerika. Ihr bezahlt demnächst für eure Verteidigung mit 2% von eurem BIP oder ihr kriegt keine mehr. So zumindest hat Herr Trump das dargestellt. Ich will gar nicht dagegen reden, sondern ich glaube, dass das vorbereitet ist, weil die Amerikaner ganz klar gemacht haben, wie ich gesagt habe, nicht in eine Konfrontation reinzukommen, dass sie sagen würden in dem Moment ja sozusagen der Paragraph 5 vom NATO-Vertrag Beistand gilt nicht, weil durch eigene Schuld in diese Situation geraten. Also das heißt, ich glaube, dass es mit diesen Sachen vorbereitet. Und das andere, was du gesagt hast, ist auch richtig, dass die Amerikaner zählen auf die USA und die Europäer sollen sich um Russland kümmern in Zukunft. Da werden die Amerikaner nicht mehr hingehen. Und wenn Trump dran kommt, wird sowieso, dann wird verhandelt auf dem Sektor, Geschäftsleute streiten sich über die Immobilien. Das läuft nicht mehr, wird ganz anders laufen. Man kann auch über Trump sagen, was man will. Ich bin bekanntermaßen kein Fan. Aber was ich ihm sehr, sehr zugute halte, ist, dass in seiner Regierung kein Krieg angefangen worden ist. Und das war lange nicht mehr unter einem amerikanischen Präsidenten der Fall. Ich finde gut, du hast eine Sache eben nochmal angesprochen. So könnten wir vielleicht in Richtung Ende gehen. Und das ist hier das Bürgerverständnis, was die Leute haben. Diese Apathie, Ignoranz, die ich mehrfach an, die muss überwunden werden. Die muss überwunden werden. Wir kriegen gerade vorgeführt, dass Menschen uns in den Krieg führen wollen. Ich glaube, das ist noch nicht angekommen, noch nicht ansatzweise. Und da muss von den vielen muss es ausgehen. Ganz einfach, ich glaube, weil wir im Westen, und davon spreche ich jetzt von unserer Generation, weil die 80-, 90-Jährigen, die den Krieg noch mitgemacht haben, die sind jetzt weg.
Genau. Die sind entweder tot, im Altenheim verstorben worden oder wie auch immer. Das, was wir oder wie wir den Krieg kennen, ist aus Filmen, ist aus Videospielen und die jüngere Generation hat überhaupt keinen Bezug dazu. Das gab es nicht die letzten 80 Jahre hier. Wir haben auch nicht mehr die Nachwehen des Krieges gesehen. Also ich meine, wir alle noch irgendwo vielleicht mal irgendwo NATO-Manöver in den 80ern irgendwo gesehen, eventuell mitgemacht, ich jetzt nicht mehr, aber zumindest man hat das noch irgendwo so im Hinterkopf oder wenn die Panzer gerasselt sind. Das, was hier aber kommt, das ist unvorstellbar und damit nicht existent in den Köpfen der Leute, bei den Amerikanern sowieso nicht. Und das hast du aber auch in ganz Europa, die Bilder, die Schwarz-Weiß-Bilder, die man kannte und vielleicht noch den Opa und irgendwo vom Onkel haben wir mal gehört. Die sind aber nicht mehr präsent und in den Schulen hast du nur, wie gesagt, Filme gehört und die bösen Nazis und vor allem die Lager und sonst was. Aber das, was tatsächlich passiert ist, ein Hunger, dass Dinge zusammenbrechen, dass dann plötzlich Leichen auf der Straße liegen und so weiter, das hast du in dieser nicht vorhandenen, ich sage jetzt mal, oder nicht bewussten Gesellschaft ist nicht vorhanden. Die können sich das nicht vorstellen. Ja, dann fliegen halt ein paar Taurus. Wenn da eine Antwort kommt, damit wird man nicht umgehen können, weder die Politik noch die Leute, dann hast du hier tatsächlich irgendwo Alarm. Das glaube ich zumindest, weil das etwas ist, was nicht greifbar und vorstellbar ist. Ja, ich kann halt sagen, ja. So Kriegskinder, Kriegsenkel, ich habe es mit der Muttermilch aufgelesen damals, ich hatte meine beiden Opas, ich habe die als traumatisiert kennengelernt. Ich hab's drin, ja. Aber spätestens mit der Generation weiß dann wirklich überhaupt niemand mehr, was an ja, damit anzumachen. Ja. Ja, also genau. Ich glaube, der Dirk muss jetzt dann gehen, weil jetzt haben wir kurz vor 7. Ich weiß nicht, die Jungs, wollen wir dann noch ein bisschen weitermachen oder wie habt ihr das vor? Ja, ich glaube, ich würde auch eher Schluss machen. Wie sieht's bei dir aus, Manuel? Manuel, du bist stumm. Also, ja. Ah, wir haben das Wichtigste besprochen, würde ich sagen. Das passt gut, auch die Länge. Super, dass das noch geklappt hat, weil der Dirk hat jetzt noch ein ganz romantisches Candlelight-Dinner, mehr darf ich nicht sagen. Die war Frau. Nicht lustig findet, wenn das ausfällt. Ja. Ja, ja. Vielleicht eines noch, das ist auch nochmal ganz interessant, das kam jetzt bei euch, Dirk und Marc, bei euch beiden kam das so raus. Es gibt keinen dazwischen. Also jetzt Taurus und Einschlag, Russland sagt ganz klare Grenzen und dann gibt es aber jetzt kein konventionelles Hin und Her. Also zum Beispiel diese NATO-Aufmärsche an der russischen Westflanke. Es gibt kein konventionelles Hin und Her. Es gibt entweder einen Atomkrieg, wovon ich nicht ausgehe, oder es gibt so einen, ja, man nicht Frank, bitte nicht falsch verstehen, kein Atomkrieg. Weil ich nicht sehe, kein Atomkrieg. Nee, kein Atomkrieg. Welche NATO-Staaten, die Amerikaner ziehen sich raus, damit ist schon mal dieser atomare Schirm da. Die Briten werden gar nichts machen, ja, weil die wurden ja von den Deutschen verraten. Und jetzt lass mal die blöden Deutschen in Anführungszeichen vorbrechen. Die es abkriegen, sind eventuell irgendwelche Truppenkontingente, die in die Ukraine reingehen. Das wären Franzosen, vielleicht auch ein paar andere. Die würden auf die Mütze kriegen. Ja, dann kommen halt mal ein paar Leichensäcke nach Hause. Das ist dann so. Und es mag vielleicht mal irgendwo konventionell, das ist das, was ich sehe, und das hat uns auch unser Professor immer wieder erzählt, es mag mal die Luftsirene irgendwo vielleicht über Berlin oder Potsdam irgendwo heulen und dann knallt es mal im Führungszentrum. Das wären so Ziele zum Aufwecken. Ja? Und dann ist das Ding ganz schnell vorbei, weil ich sehe jetzt hier, es wurde auch gesprochen von Zirkonraketen, die sind jetzt nicht atomar bestückt, wir haben von Kinschall gesprochen. Da reicht, wenn die einschlagen. Die brauchen keinen Nuklearsprengkopf. Und keiner wird irgendwas tun, weil hier A, keine Möglichkeiten sind, sich dagegen zu verteidigen. Ist nicht vorhanden. Und keiner von den Staaten, außer den Vereinigten Staaten, wäre überhaupt in der Lage, einen Gegenschlag zu führen. Und das, was konventionell unterwegs ist, das passt gerade mal in zwei Fußballstadien rein. Aber das sind keine Kampftruppen. Putin hat auch immer ganz klar von einer Asymmetrie geredet. Er hat immer gesagt, auf Schläge, auf Luftschläge hin und her, auf den Einsatz von atomaren Waffen wird immer global geantwortet. Ist alles Ziel. Also sowohl die britische Insel wie auch der Hauptkontinent. Und wir reden von der Eskalationsstufe. Ich denke einfach, ne, Raketen auf Brücke, kommt das zurück, vielleicht ein bisschen heftiger und dann war es das.
Ja. Ich würde jetzt gerne die Sendung für heute abschließen, weil ich habe die Befürchtung, am Ende der Dumme, wie immer in der Geschichte oder wie so oft, könnte dann der Deutsche sein. Und das wollen wir ja nicht hoffen. Dirk, danke für deine spontane Zusage heute. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja, gerne. Also, ihr macht gute Sachen. Gerne. Danke. Dann euch allen da draußen auch einen schönen Donnerstag, ein schönes Wochenende. Nehmt die Dinge zwar wahr, aber lasst sie nicht zu nah an euch ran. Und Angst ist immer ein schlechter Begleiter, liebe Freunde. Humor nicht verlieren, ganz wichtig in diesen Zeiten, zusammenhalten. Und mehr kann man eh nicht tun. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder zu der normalen Lage im Dreiergespann. Und ich entlasse, oder wir entlassen euch jetzt in eine schöne Donnerstagnacht. Alles Liebe aus Wien, Frankfurt Umgebung, Nürnberg und Berlin. Ciao, ihr Lieben. Danke, macht's gut. Tschüss.